Zum Tagesordnungspunkt 33, gute Fachkräfte für den Eigenbetrieb Kita durch faire Arbeitsverträge. Hier haben wir ein Rederecht vereinbart für Herrn Hanisch, Gewerkschaftssekretär im Sozial- und Erziehungsdienst. Und die Gepflogenheiten sehen vor, dass wir, bevor wir in die Fraktionsrunde und die Aussprache gehen, dann auch für 5 Minuten Herrn Hanisch das Wort erteilen. Ich gucke mal. Bitte? Nach der Antragseinbringung gerne. Dann würde ich das Wort noch zunächst Frau Vorwieser erteilen für die Antragseinbringung. Und dann würden wir das Rederecht wahrnehmen. Gerne, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste hier im Saal und im Stream, ich möchte der Einbringung zu unserem Antrag etwas voranstellen, nämlich einen ganz herzlichen Dank an das Personal, an die Erzieherinnen und Erzieher und das unterstützende Personal in unseren Kitas, die nämlich unter tatsächlich stellenweise herausfordernden Bedingungen einen ganz herausragenden Job machen. Und wer vielleicht in diesem Bereich schon mal gearbeitet hat, und ich gebe zu, ich habe es nur ein Jahr und auch mit Kindergruppen, die etwas kleiner waren, als sie üblicherweise bei uns sind, dem kann das nur allergrößten Respekt abringen, wie man so einen manchmal schwer zu bändigen Haufen kleiner Wesen, die auch nicht immer leise sind und nicht immer das tun, was die Erwachsenen sagen, tatsächlich mit so viel Herzblut und so viel Liebe betreuen, erziehen und bilden kann. Dafür herzlichen Dank. Und ein zweites Wort vorab. Wir haben ja jetzt einen Redner als Gastredner hier beantragt. Wir hätten mehrere ErzieherInnen gehabt, die gerne hier gesprochen hätten, die uns dann kurzfristig abgesagt haben, nachdem sie von ihren Vorgesetzten massivst unter Druck gesetzt worden sind. Es fiel sogar das Wort Sprechverbot. Herr Donhauser, ich möchte Sie als zuständigen Beigeordneten ganz dringend bitten, das zu klären. So etwas geht nicht, dass Erzieherinnen und Erzieher, die hier vom Rat sprechen wollen, von der Amts- oder beziehungsweise Eigenbetriebsleiterin Sprechverbote erteilt bekommen. Aber jetzt zu unserem Antrag. Bundesweit verhindert der Fachkräftemangel an ausgebildeten Erzieherinnen und Erziehern in jeder zweiten Kindertageseinrichtung, dass alle Betreuungsplätze genutzt werden können, so der Kita-Bericht 2022 des Paritätischen Gesamtverbandes. Und rechnet man hinzu, dass immer noch 384.000 Kita-Plätze in Deutschland und 21.200 davon in den östlichen Bundesländern für einen bedarfsgerechten Ausbau fehlen, dafür würden 98.600 Erzieherinnen benötigt, verschärft sich dieser Fachkräftemangel in eine unvorstellbare Dimension. Und in dieser Zeit leistet sich die Stadt Dresden nach wie vor ein Beschäftigungs-, ein Vertragsmodell für die Beschäftigten in den städtischen Kitas, was selbst der zuständige Bildungsbürgermeister als nicht mehr zeitgemäß bezeichnet hat. Das hatte seine Zeit und seinen Sinn, aber der ist in Zeiten eines so eklatanten Fachkräftemangels nicht mehr angebracht. 73% der Beschäftigten lehnen dieses Vertragsmodell, was sie betrifft, ab. 73% der Beschäftigten in den städtischen Kitas wünschen sich einen Arbeitsvertrag mit festen Stunden, mit für sie fest planbarem monatlichen Einkommen. Was wir in Dresden aber haben, ist, dass die allermeisten Erzieherinnen und Erzieher einen Arbeitsvertrag haben, in dem stehen 32 Wochenstunden plus X. Das bedeutet, faktisch arbeiten die allermeisten sehr viel mehr Stunden, wenn in einzelnen Monaten, meistens ist das im August, September der Fall, die Kinderzahlen, weil eben viele Kinder in die Schule gehen, rückgängig sind, werden die Stunden runtergesetzt und damit auch das Einkommen. Das bedeutet für ganz viele weniger Weihnachtsgeld, weil diese Sonderzahlung sich nach dem Verdienst im Juli, August und September berechnet. Das bedeutet, sie haben rechtlich einen Teilzeitarbeitsvertrag von 32 Stunden. Das heißt, alle Regelungen, die zum Beispiel Sonderzahlungen etc. pp. Angehen, werden für sie nur Teilzeit, auch wenn sie Vollzeit über die meiste Zeit des Jahres arbeiten, bezahlt. Und da würde ich jetzt den Erzieher zu Wort kommen lassen, der hier gerne gesprochen hätte und es sich dann nicht getraut hat. Vergangenes Jahr noch als werdender und nun als seiender Vater habe ich mir natürlich Gedanken über die 32 Stunden plus X und die Auswirkungen auf mein Elterngeld gemacht.
Die Unsicherheit, mit einem Gehalt bei 32 Stunden nur Anspruch auf ein geringes Elterngeld zu haben, hat mir zu denken gegeben, ob ich das Elterngeld in Verbindung mit der Elternzeit in Anspruch nehme. Aufgrund der steigenden Kosten in jeglichen Bereichen wäre eine Inanspruchnahme des Elterngeldes mit einem Gehalt bei 32 plus x Stunden nicht möglich für mich. Aufgrund des Personalmangels war es möglich, dass ich im Jahr 22 und teilweise auch 23 auf 39,5 Stunden erhöhen konnte. In diesen Monaten ging ich von einem höheren Elterngeld aus und habe meine Elternzeit nun doch geplant. Dann hieß es von einer Woche auf die andere, dass die Stunden wieder auf 32 Stunden reduziert werden. Somit fehlen mir 3 39,5 Stunden Gehälter für die Berechnung eines höheren Elterngeldes, mit dem ich fest gerechnet habe. Mit einem Flex-Vertrag kann man in der heutigen Zeit nichts planen. Größere und teurere Anschaffungen müssen sehr gut überlegt sein, da man sich nicht auf eine gleichbleibende Gehaltshöhe in den kommenden Monaten verlassen kann. Ich habe auch schon erlebt, dass ich rückwirkend nach 3 Monaten des Monats auf 40 Stunden angehoben wurde. Das Problem war, dass ich in den 3 Wochen nur 32 Stunden gearbeitet habe und somit Minusstunden gesammelt habe, welche ich über ein halbes Jahr wieder ausbügeln sollte. Aus diesen Gründen finde ich die Flex-Verträge nicht mehr zeitgerecht und sie sollten erneuert werden. In der Debatte, die wir in den letzten Wochen und Monaten hier in dieser Stadt hatten, sind sehr, sehr viele, zum Teil Fake News, würde ich es jetzt nennen, von der Amtsleiterin in die Debatte gegeben würden, falls es nötig sein sollte und das hier nochmal zur Diskussion kommt, würde ich das dann im Schlusswort auch nochmal richtigstellen wollen. Jetzt freue ich mich zunächst auf die Debatte mit dem Gastredner und mit Ihnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Vorwieser, und dann kämen wir auch zum Gastbeitrag. Herr Hanisch, seien Sie uns herzlich willkommen. Sie haben 5 Minuten. Sehr geehrte Mitglieder des Dresdner Stadtrats, mein Name ist Benedikt Hanisch, ich bin Gewerkschaftssekretär bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und mein Schwerpunkt ist der Dresdner Eigenbetrieb Kita. Ich stehe hier heute stellvertretend für die vielen Kolleginnen, die unter den Flexverträgen arbeiten, die heute zur Abstimmung stehen. Ich denke, Zahlen und Fakten zu finanziellen Vor- und Nachteilen wurden vorab in den Ausschüssen bereits zur Genüge ausgetauscht. Was jetzt noch fehlt und was auf keinen Fall unterschlagen werden sollte, sind die ErzieherInnen selbst. Was sagen die Beschäftigten in den Kitas und Horten eigentlich dazu, dass sie mal 32 und mal 40 Stunden arbeiten sollen? Wir von Verdi haben nachgefragt und das sagen sie. Das Schlimmste daran ist, auf Abruf zu arbeiten. Der Arbeitgeber kann einfach ohne Begründung die Arbeitszeit auf 40 Stunden erhöhen oder sie senken. So kann ich doch nichts planen. Ich finde es schade, dass unsere Flexibilität nicht bezahlt wird. Es ist einfach blöd, 4 Wochen viel zu wenig Vorlauf sind, um alltägliche Dinge mit diesen flexiblen Stunden zu planen. Ich muss doch auch selbst meine Kinder von der Kita abholen. Wie machen das zum Beispiel Eltern im Wechselmodell oder wenn einer selbstständig ist? Die Belastung ist ganz klar auf der Seite der Beschäftigten. Der Arbeitgeber ordnet an und ich muss mich dann kümmern, muss Dinge regeln, um die Mehrstunden in meinem Alltag einzubauen. Der Arbeitgeber wälzt viel Verantwortung auf uns ab. Für die Arbeitsbeziehung ist das nicht gut, weil immer einer herumkommandiert wird. Das ist das menschliche Manko an den Flexverträgen. Das komplette Risiko liegt bei uns, nicht beim Arbeitgeber. Viele haben sich an den Lebensstandard von Vollzeit gewöhnt, aber was ist, wenn alle auf einmal doch wieder weniger arbeiten müssen? Das Mehr an Geld kann ich dann doch eigentlich nur für kurzfristige Konsumausgaben nutzen. Aber planen kann ich damit nicht. Meine ehrenamtliche Arbeit leidet darunter, weil ich immer irgendwie gucken muss, dass ich mit meinen wechselnden Arbeitszeiten unterkriege. Es gibt viele Kolleginnen, die sich inzwischen ihre Stunden festschreiben lassen, um dieses Hin und Her nicht zu haben. Aber das zeigt doch, dass die Flexverträge überhaupt nicht funktionieren, oder? Es war nur ein Bruchteil der Kommentare, die wir von den Kolleginnen aus den Kitas und Horten hören. Und was sagt der Eigenbetrieb Kita zum Arbeitsalltag in seinen Einrichtungen? Kennen Sie eigentlich das Leitbild des Eigenbetriebs Kita? ErzieherInnen haben uns erzählt, dass Sie dieses Dokument in Ihren Einrichtungen aushängen sollten. Alle Eltern, Großeltern, ErzieherInnen und Leitungskräfte sollen so sehen, worauf es dem Träger im täglichen Miteinander ankommt. Ich zitiere: Wir kommunizieren miteinander dialogisch, zugewandt, empathisch, im Umgang sowie klar und eindeutig in der Sache. Transparente Rahmenbedingungen und Arbeitsstrukturen mit klaren Aufgabenzuschreibungen sowie personalisierte Verantwortlichkeiten schaffen Verbindlichkeit im Handeln. Zitat Ende.
Von Transparenz kann bei den Flexverträgen aber nun wirklich keine Rede sein. Die Erzieherinnen kritisieren zum Beispiel, dass sie ja gar nicht wissen, warum Stunden so variieren. Sprich, es gibt keine Transparenz für die Arbeitnehmerinnen darüber, ob Stunden auch berechtigt herunter- oder heraufgesetzt werden. Und ob es vielleicht etwas mit ihrem eigenen Verhalten zu tun hat, wenn sie ständig weniger Stunden bekommen, als sie eigentlich gern möchten. Das heißt, und das müssen Sie sich in aller Ernsthaftigkeit vor Augen führen, die Flexverträge können dazu führen, dass sie Beschäftigte bestraft oder andere Kolleginnen bevorzugt fühlen, was die Verteilung von Stunden angeht. Und auch für die Leitungskräfte, die ja monatlich darüber entscheiden müssen, wie die Mehr- oder Minusstunden im Team verteilt werden, haben keine besonders dankbare Aufgabe. Was denken Sie, welche angespannte Stimmung allein dadurch in einer Einrichtung entstehen kann? Deshalb bitte ich Sie im Namen aller Beschäftigten des Eigenbetriebs Kita, heute hier endlich das Ende der Flexverträge zu beschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hanisch. Dann kämen wir in die Aussprache und in der Fraktionsrunde wäre die AfD-Fraktion der Nächste. Herr Breuer, bitte. Sehr geehrter Herr Beigeordneter, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Ich könnte es mir hier heute sehr einfach machen und mit diesem Antrag der SPD genauso verfahren wie diese mit unseren Anträgen, einfach ablehnen. Das werde ich nicht tun, nicht aus Sympathie für die SPD, sondern aus Verantwortung gegenüber den Beschäftigten des Eigenbetriebs Kita. Schließlich leisten diese eine fachlich anspruchsvolle und wichtige Arbeit für eine funktionierende und kinderfreundliche Stadt. Deshalb haben sie auch ein angemessenes arbeitsrechtliches Umfeld verdient. Dies ist jedoch meiner Meinung nach mit den X-Verträgen nicht gegeben. Lassen Sie mich zwei Gründe herausheben. Erstens verstoßen diese Verträge gegen den Grundsatz der Festschreibung der wöchentlichen Arbeitszeit im Arbeitsvertrag. Eine Variable ist nun mal keine Konstante, also kann es auch keine Festschreibung sein. Zweitens wird durch dieses Vorgehen das betriebswirtschaftliche Risiko in unzulässiger Weise vom Arbeitgeber auf den Beschäftigten verlagert, mit entsprechend negativen Folgen für diese. Wir haben es eben gehört. Deshalb unterstütze ich das Anliegen dieses Antrags. Nun hat sich in den Vorbereitungen allerdings gezeigt, dass die Verwaltung der Meinung ist, dass durch diese arbeitsrechtlichen Änderungen große Mehrkosten auf die Stadt zukommen. Ohne dies hier näher auszuführen, bleibt festzuhalten, dass diese Mehrkosten weder hundertprozentig sicher anfallen, noch sicher ausgeschlossen werden können. Deshalb ist es sinnvoll, wie in Punkt 4 gefordert, zunächst ein Konzept für diese Veränderung zu erstellen. Die Kosten, welche noch gar nicht fix sind, jedoch schon im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs einzustellen, geht natürlich nicht. Entweder fehlt, wenn diese noch im laufenden Haushalt anfallen, eine konkrete Deckungsquelle. Sollten sie jedoch erst im nächsten Doppelhaushalt anfallen, wäre dies ein Haushaltsvorgriff, der ebenfalls abzulehnen ist. Punkt 5 ist daher für uns nicht zustimmungsfähig. Gleiches gilt für die Punkte 1 bis 3. Wir müssen erst ein konkretes Preisschild haben, ehe wir festlegen können, ob und wie wir diese Umstellung vornehmen. Sollten größere Mehrbedarfe anfallen, muss dieser Rat entscheiden, wie das finanziert wird, beziehungsweise unter welchen Bedingungen es realisiert werden kann. Zu beachten ist ebenfalls, dass diese Mehrkosten auch eine Auswirkung auf die Elternbeiträge haben, die wir ja auch nicht unendlich erhöhen wollen. Dieser Rat hat sich hier übrigens durch die beschlossene Automatisierung der Anpassung selbst das Instrument zur Begrenzung aus der Hand gegeben. Übrigens gegen die Stimmen der AfD. Auch der Linken und der Freien Wähler. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Konzepterstellung eine gute und richtige Sache ist, konkrete Festlegungen ohne finanzielle Auswirkungen zu kennen, jedoch unverantwortlich wären. Ich beantrage daher punktweise Abstimmung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Breuer. Als nächstes Grüne Fraktion, Frau Schanetzki. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Beschäftigte, liebe Eltern, liebe Kinder, die wahrscheinlich zum größten Teil schon schlafen dürfen, was ja auch schön ist. Kita, das ist für uns Grüne ein wichtiges Thema, deswegen haben wir es heute auch in der Fragestunde nochmal zum Thema gemacht. Kita, das ist ja nicht nur ein Ort von Betreuung, auch das wurde heute schon gesagt,
dort wird auch erzogen. Vor allen Dingen aber ist es in einem modernen Verständnis von Kindertagesbetreuung ein Ort frühkindlicher Bildung. Kita, das ist ein Ort der Begegnung, der Sprachentwicklung, der Begegnung zwischen ganz verschiedenen Menschen, verschiedenen Familien. Da findet noch nicht die Segregation statt, die sie dann auch im Schulsystem relativ schnell einsetzt. Kitas sind also auch für uns Grüne sehr wichtige Orte. Dieser Antrag hat eine relativ lange Geschichte. Der wurde in den Ausschüssen auch immer wieder vertagt. Hintergrund war unter anderem, dass parallel innerhalb des Eigenbetriebs Kita eine große Mitarbeiterinnenbefragung gelaufen ist, wo eben auch die Beschäftigten aus dem Eigenbetrieb zu ihrer Position gefragt wurden. Gleichzeitig haben wir während der Ausschussdiskussion immer wieder aufs Land geschaut. Das tun wir bei der Kita immer. Sie alle kennen vielleicht das Gute-Kita-Gesetz, was auf Bundesebene beschlossen wurde. Gleichzeitig ist natürlich Bildung Landessache. Im Land ist ebenfalls gerade eine Kita-Novellierung auf dem Weg. Und nach allem, was sich abzeichnet, wird dadurch auch noch mal etwas mehr Geld in den Kommunen ankommen und auch noch mal eine leichte Verbesserung, was die Personalkosten sozusagen, also die Personaldeckung, Kostendeckung, so jetzt habe ich es, für die Kommunen angeht. Wovon wir heute sprechen, das wurde jetzt auch schon eindrücklich erläutert und ich glaube, viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich gut vorstellen, warum das ein Problem ist. Menschen bekommen 32-Stunden-Verträge und diese Verträge können vom Arbeitgeber einseitig und absolut flexibel nach oben angepasst werden und diese Erhöhung kann auch einseitig und sehr flexibel wieder weggenommen werden. Dass das ein Problem ist, liegt, glaube ich, auf der Hand und wurde auch eindrücklich erläutert. Gleichzeitig, und das ist die zweite Herausforderung, die wir haben, ist es so, dass der Betreuungsschlüssel, den wir haben, oft nur rechnerisch erfüllt wird. Ich glaube, viele Eltern, die regelmäßig Kinder in Kitas bringen und abholen und vor allen Dingen auch die Kita-Mitarbeiterinnen selbst wissen das, dass eben aufgrund der Gründe, die heute auch schon genannt wurden, Krankheit, Weiterbildung, administrative Tätigkeiten etc., die Stunden am Kind eben nicht in dem Maße tatsächlich gewährleistet werden können, wie das vorgesehen ist. Eine weitere Herausforderung diskutieren wir gerade im Fachplan Kita. Es werden perspektivisch zunächst erstmal weniger Kinder zu betreuen sein. Das heißt, es ist die Frage, wenn weniger Kinder da sind, müsste dann tatsächlich wieder der Betreuungsschlüssel, wenn er sozusagen vollzogen werden soll, auch dahingehend angepasst werden, dass man sagt, okay, dann brauchen wir ja offensichtlich weniger Beschäftigte im Eigenbetrieb. Unsere Position ist an der Stelle tatsächlich, dass wir als Stadt eigentlich gucken müssen, gerade auch im Hinblick auf Arbeitgebermarke, auch das Stichwort ist heute schon gefallen und ist auch in den Ausschüssen immer wieder gefallen, sprich, wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein, wir wollen, dass Erzieherinnen und Erzieher gerne beim Eigenbetrieb Kita arbeiten, dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie den Arbeitgeber auch als verlässlich wahrnehmen. Eigentlich, so ist unsere Position, müsste man jetzt konsequenterweise den Personalbestand einfrieren und sagen, okay, wir bauen erstmal wieder auf, was wir auch an Lücken gerissen haben in den letzten Jahren. Und das muss ich jetzt nicht alles wiederholen, verschiedene Krisensituationen, verschiedene andere Herausforderungen, die eben dazu geführt haben, dass auch im frühkindlichen Bereich vieles auf der Strecke geblieben ist. Das heißt, wir müssen uns da, glaube ich, auch wirklich nochmal ehrlich in die Augen gucken und müssen jenseits dieses Antrages heute auch nochmal gucken, wie wir die Dresdner Kitas an dieser Stelle weiter stärken können und auch Qualität dort. Und da habe ich eben manchmal die Sorge, dass es nicht mehr um Qualität erhalten geht, sondern dass es auch manchmal schon um Qualität wieder aufbauen und wieder gewährleisten geht. Dass wir da eben auch ehrlich sind und nicht nur sozusagen Rechenspielchen mit Personalschlüsseln auf dem Papier machen. Ein letzter Punkt noch, weil Dana Frohwieser hat es schon angedeutet, es gab immer wieder Vorwürfe, dass auch nicht immer nur mit der Wahrheit argumentiert wurde. Es gab tatsächlich immer wieder die Diskussion, wie wird es eigentlich woanders gemacht und ist es zulässig, es anders zu machen als diese 32 plus X Verträge. Nach allem, was ich weiß, so ist mein Stand jetzt, ist es natürlich zulässig und gibt es auch andere Modelle. Beispielsweise könnte man mit Jahresarbeitszeitkonten arbeiten oder mit anderen Vertragsmöglichkeiten. Und ich glaube, dass dieser Antrag dazu beiträgt, da jetzt auch einfach nochmal sich das genau anzugucken seitens des Eigenbetriebes und neue Lösungen zu finden und wenn es jetzt nicht, also Lösungen zu finden, die sowohl für den Eigenbetrieb passen, die dann aber auch für die Beschäftigten passen. Insofern werden wir als Fraktion zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schanetzki. Als nächstes Herr Kiesling, die Fraktion Die Linke.
sehr geehrter Herr Kühn, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja nun eigentlich insgesamt eine ehrliche Geschichte, weil dieses Flex-Modell bei den Arbeitsverträgen hat viele Jahre gut funktioniert. Es war ein Modell, was akzeptiert war bei den meisten Kolleginnen und Kollegen, weil es nämlich als Modell sorgsam angewendet worden ist und es gab keine einzige Problemmeldung viele, viele Jahre, die den Stadtrat erreicht hätte. Was intern sozusagen die Kolleginnen untereinander erzählen, weiß ich nicht. Bei uns im Stadtrat ist davon nichts angekommen. Bis der Eigenbetrieb, und viele von uns haben es ja schon mal erlebt, in seiner hin und wieder rüden Umgangsweise dieses Modell selbst zerstört hat. Als nämlich im Bereich einer Tarifverhandlung, die gerade stattfand, plötzlich sehr vielen Kolleginnen und Kollegen gesagt worden ist, dass sie ab jetzt weniger arbeiten sollen, und zwar per Ukas von oben und ohne, dass es gut kommuniziert worden ist. Und damit war dieses Modell faktisch zerstört. Und seitdem diskutiert der Stadtrat aufgrund des Antrages der SPD, was kann man stattdessen machen. Und es ist der Zähigkeit von Frau Frohwieser zu verdanken, dass das Thema nicht wieder untergegangen ist. Und ich selbst, obwohl ich diesem Antrag am Anfang sehr skeptisch gegenüberstand, muss sagen, eine Fraktion wird zustimmen und ich sage auch gleich warum. Ich glaube, also ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir über einen Haustarifvertrag neu ausjustieren, wie viel Geld müssen wir für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Eigenbetrieb aufbringen. Das heißt, wie viel des hier schon wieder genannten Arbeitgeberrisikos sollen sie wirklich tragen, wie viel müssen wir über unseren Haushalt abdecken. Das ist ja die eigentliche Frage, wie viel soll es teurer werden, wie viel mehr Geld bleibt in den Taschen der Kolleginnen und Kollegen. Das ist die eigentliche Frage dahinter. Das müsste man in einer Verhandlung klären. Jetzt haben wir das Verwaltungsauftrag. Das wird jetzt so nicht stattfinden. Ich nehme an, die Verwaltung wird eifrig rechnen und uns irgendwas vorlegen, das die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr verdienen. Und wir werden dann am Ende wieder gegenhalten müssen. So ähnlich wird es kommen. Das Problematische an dem Antrag ist, dass plötzlich im Raum steht, jetzt würden die Kolleginnen und Kollegen alle Vollarbeitszeitverträge kriegen. Kann sein. Das hieße aber, und ich glaube nicht, dass das so kommen wird, kann sein, dass das so gemacht wird, aber das ist meiner Meinung nach kommunal nicht zu bezahlen. Und alle, die diesen Wunsch hier hegen, die brechen ein Modell auf, das nämlich die Kosten der Kita-Betreuung zwischen Land und Bund und auch zwischen Land und Stadt und auch den Eltern in gewisser Weise gleichmäßig nach Interessenlage aufgeteilt werden. Also das Reden davon, dass es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann dass die mehr Geld verdienen würden insgesamt, glaube ich, wird sich nicht erfüllen. Es sei denn, irgendjemand findet dieses viele Geld. Ich bin gespannt, ob das so sein wird. Jedenfalls, das war mein Problem an dem Antrag. Ich hätte mir gewünscht, dass wir über einen Tarifvertrag und Verhandlungen zum fairen Ausgleich kommen. Und dann hat der Eigenbetrieb in seiner, wie gesagt, unnachahmlich schwierigen Art meine Hoffnung, dass da was Vernünftiges entsteht, zerstört. Und ich will das beschreiben. Ich habe in der vorletzten Sitzung des Bildungsausschusses gefragt, wie machen es denn die anderen großen Städte? Und legen Sie uns doch bitte die zu veröffentlichenden Zahlen, wie viel Personalgeld pro Kind kostet es denn bei uns? Das ist eine Pflicht, das müssen alle örtlichen Träger der Jugendhilfe machen. Und man kann es aber nicht einfach googeln, weil es steht nirgendwo gesammelt. Legen Sie uns doch bitte mal die Zahlen vor, dann wissen wir nämlich, ob andere Städte pro Kind mehr, signifikant mehr oder genauso viel Geld ausgeben. Das wäre die Messgröße. Und dann wüssten wir, ob unser Modell, jedenfalls geldtechnisch besonders ungerecht ist, oder ob es vielleicht sogar ein ganz gutes ist. Und dann hat die Verwaltung geantwortet. Und die Antwort war wie folgt. Sie bestand aus dem Text und in dem Text sind die Zahlen interpretiert worden. Mir wurde also erzählt als Stadtrat, wie ich die Zahlen zu lesen habe. Aber die Zahlen waren nicht dabei. So, und da sage ich, da fühlt man sich als Rat verklapst. Ich finde das so ärgerlich, dass ich sage, okay, wenn es also keine Grundlage einer Diskussion gibt um ein gutes Modell, dann wird es das, was die SPD vorschlägt. Dann kann Dana Frohwieser mit ihrer Zähigkeit hier gewinnen und dann muss es auf die harte Tour sein. Und deswegen werden wir hier zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kiesling. Als nächstes CDU-Fraktion, Herr Dietze. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Kinder konfrontieren uns immer mit Zeit, besonders mit unserer eigenen. Dieser Spruch passt ganz gut zum vorliegenden Problem. Während sich Erzieherinnen und Erzieher mehr Planungssicherheit wünschen, unterliegen die zeitlichen Betreuungsbedarf für Kinder starken zeitlichen Schwankungen. Der Hort hat seine Spitzen zwischen 12 und 15 Uhr und danach sinkt der Bedarf stark ab. In den Einrichtungen der Kita entstehen Schwankungen hingegen dadurch, dass die Schulkinder im Sommer abgemeldet werden und dann im Laufe des Jahres erst wieder
der Bedarf durch Neuzugänge ansteigt. Diese Schwankung hat der Eigenbetrieb Kita mit sogenannten Flex-Verträgen ausgeglichen, heißt, es wurden 32 plus Arbeitsverträge geschlossen und je nach Bedarf wurde von dem Plus Gebrauch gemacht. Die Zustimmung zu diesen Flex-Verträgen wurde von der Verwaltung jetzt evaluiert und das Ergebnis besagt, dass sie sich keiner sonderlichen Beliebtheit erfreuen. Die Gründe dafür hat Stadtrat Kiesling gerade sehr eindringlich dargelegt. Die Verwaltung soll daher ein Modell entwickeln, mit dem man die Situation heilen kann. Ich habe dann so die übliche Pro-Kontra-Gedankenliste mir erstellt. Ganz klares Pro ist natürlich die Planungssicherheit für Erzieherinnen und Erzieher. Damit verbunden die Steigerung der Attraktivität des Berufs, was einen positiven Effekt hat. Dieser Effekt ist übrigens nicht, wie die SPD postuliert, bedeutsam für die Gewinnung neuer Arbeitskräfte. Geplant sind ohnehin lediglich dieses Jahr maximal 10 Neueinstellungen und bei den ausgeschriebenen Stellen herrscht Andrang. Dieser Effekt ist wichtig, damit Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeit mit den Kindern motiviert ausüben. Schaut man auf die Kontraseite, sind die zusätzlichen Kosten zu thematisieren. Die Stadt prognostiziert Kosten zwischen 4 bis 6 Millionen jährlich. Sorge bereitet mir auch, dass mit den Festverträgen ein Überhang entsteht. Andere Städte wie Leipzig und Chemnitz, ich habe mich dann auch mal kundig gemacht, Herr Kiesling, die Arbeitsverträge mit festen Arbeitszeiten haben, stellen aus diesem Grund zum Beispiel nur 30 Stunden ein oder es verfolgt bei Überhängen, die nicht einrichtungsintern ausgeglichen werden können, Abordnung an andere Einrichtungen. Das ist wiederum Gift für die Bezugsverhältnisse und die Motivation der Erzieherinnen und Erzieher. Gewichtige Argumente auf beiden Seiten. In der Debatte wurde ich dann zu folgendem Gedankenexperiment aufgefordert. Was wäre denn gewesen, wenn man dir als Lehrer einen Flexvertrag angeboten hätte? Darüber habe ich nachgedacht und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass genau das der Fall war. Und zwar bei der gesamten Lehrerschaft in Sachsen eigentlich genau der Fall ist. Ganz selbstverständlich wird von jeder Lehrerin und jedem Lehrer erwartet, dass sie während der Schulzeit entsprechende Mehrarbeit leisten. Und hingegen den Spruch, vormittags recht, nachmittags frei, ist die Arbeitslast weit über 40 Stunden. Immer in dem Wissen, dass wieder Phasen der unterrichtsfreien Zeit kommen, Volksmundferien genannt, in denen die Arbeitslast drastisch absinkt. Eine Erfahrung, die in ähnlicher Weise die meisten Berufstätigen in der freien Wirtschaft teilen dürften. Ich persönlich finde das Schwanken zwischen Mehrarbeit und Minderarbeit sogar einen positiven Aspekt meines Berufs. Wenn also die Mehrzahl der Erzieherinnen und Erzieher gemäß Umfrage die Flexverträge ablehnen, dann sollten wir das Ergebnis ernst nehmen. Dann ist es auch sinnvoll, die Verwaltung zu beauftragen, neue Modelle für die Gestaltung der Arbeitszeit zu erarbeiten. Es muss aber auch klar sein, dass ein gewisses Maß an Flexibilität von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erwartet werden kann, um typische Schwankungen der Betreuungszeit auszugleichen. Ich wünsche der Verwaltung bei der Erarbeitung eines solchen Modells viel Fantasie. Die Einrichtung von Arbeitszeitkonten, wie von Frau Schanetzky schon angesprochen, halte ich persönlich auch für einen guten Ansatz, sowohl der Planungssicherheit als auch der Mitbestimmung gerecht zu werden. Und ich vertraue auch auf das Verantwortungsbewusstsein der Erzieherinnen und Erzieher unserer Einrichtung. Wir werden daher den Punkten 2 bis 5 zustimmen. Wir sind aber als CDU-Fraktion auch der Meinung, dass bis zur Erarbeitung eines solchen Modells keine Sonderlösung geschaffen werden sollen, dass sonst Ungleichheit entsteht. Da werden wir Punkt 1 ablehnen und beantragen damit auch die punktweise Abstimmung. Danke. Vielen Dank, Herr Dietze. Als nächstes FDP-Fraktion, Herr Blödner, bitte. Ja, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Stadtratskollegen, gute Fachkräfte für den Eigenbetrieb Kita durch faire Arbeitsverträge, Abschaffung der Flexverträge. Aus Sicht der FDP-Fraktion ein sehr schwieriger Antrag. Grundsätzlich kann man die Intention eines dauerhaft gleichbleibenden Vertrages für die Beschäftigten ja nachvollziehen. Aber die grundsätzliche Problematik des Eigenbetriebs Kita mit schwankenden Kinderzahlen darf man nicht außer Acht lassen. Insbesondere die SPD-Fraktion, die so vehement für möglichst niedrige Elternbeiträge kämpft, versucht hier alles, um schnellstmögliche Kostenerhöhungen zu provozieren. 4 Millionen jährliche Zusatzkosten zusätzlich zu 4 bis 12 Millionen Einmalkosten, weil wir eine Umstellung aufgrund sinkender Kinderzahlen nicht problemlos mit der Fluktuation ausgleichen können. Und das Ganze ohne Finanzierungsvorschlag. Das Personalproblem, welches es in anderen Städten gibt, haben wir in Dresden aktuell nicht.
Problematisch ist in dem Antrag, dass man eigentlich erst ein Konzept entwickeln soll, dieses aber gleichzeitig schon, ohne es zu kennen und die konkreten Auswirkungen zu haben, es schon in weiteren Punkten beschließen möchte. An der Stelle beißt sich der Antrag. Thilo Kiesling, Matthias Dietze und auch Frau Agnes Schadnetzky haben es angesprochen. Es gibt durchaus verschiedene Potenziale für sinnvolle Vertragskonstruktionen für einen passenden Ausgleich, sind durchaus in verschiedenen Formen denkbar. Auch die Landesrahmenbedingungen sind nicht unproblematisch. Ob beispielsweise ein Jahresgleitzeitkonto so einfach mit dem Land machbar ist, erscheint zumindest fraglich. Und ob die Schwankungsbreiten, die dann nötig sind, um diese Schwankungen zwischen dem Jahr auszugleichen, von den Beschäftigten dann so rum gewünscht sind, ist dann die nächste Frage. Am Ende ist es eine Fragestellung, die die Tarifparteien miteinander klären müssen. Auch flexible Rahmengestaltungen in Festverträgen sind für Mitarbeiter nicht zwingend die beste Lösung. Auch Gleitzeitregelungen haben oft ähnliche Wirkungsweisen und ermöglichen die Anweisung von Mehrarbeit. Daher lassen wir die Aufgabe bitte bei den Tarifparteien. Dort ist es der bessere Ort, um die passenden Wege zu finden. Wir als FDP-Fraktion lehnen den Antrag ab. So, vielen Dank, Herr Plötner. In der Fraktionsreihenfolge wäre als nächstes Freie Wähler, Freie Bürger. Haben aber niemanden gemeldet. Besteht Aussprachebedarf? Sieht nicht so aus. Okay. Dann frage ich noch die Dissidentenfraktion. Herr Lichti, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kühn, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe mich jetzt spontan doch noch mal gemeldet. Ich mache es auch relativ kurz, weil ich möchte jetzt etwas machen, was Sie vielleicht erstaunt. Der eine oder andere wird es sicher wissen, dass Thilo Kiesling und ich bestimmt keine politischen Freunde sind. Aber das, was er jetzt mit seiner Fachkunde, die ich nicht habe, dargestellt hat, hat mich auch dazu bewogen, nachdem ich 2 oder 3 oder 4 Sitzungen, ich weiß nicht, es wurde ja ewig im Bildungsausschuss auch besprochen, hat mich dann auch davon überzeugt, dem SPD-Antrag zuzustimmen. Und zwar, es war einfach diese, ich sag's mal, wie soll ich es formulieren, diese unangemessene Art und Weise, wie die Verwaltung, insbesondere die Leiterin des Kita-Eigenbetriebs, auf alle Fragen, auf alle Nachfragen, auf alle Diskussionsbeiträge in ihrer Art reagiert hat, die eben nicht davon geprägt war, dass man, sage ich mal, gemeinsam etwas sucht, dass man Informationen an den Stadtrat gibt, sondern die im Grunde diesen Antrag für völlig absurd, seltsam, schwierig von vornherein abzulehnen hingestellt hat. Und ich will das einfach auch hier jetzt mal in dieser Öffentlichkeit das so sagen. Das ist eine Erfahrung, die jedenfalls ich bin ja noch nicht so lange im Bildungsausschuss, ich glaube 2 Jahre, die mich dort sehr erstaunt hat und die ich auch nur von der Leiterin des Kita-Eigenbetriebs kenne. Und ich sage es ausdrücklich auch nochmal, die ich auch vom Bürgermeister Donhauser und von der Frau Dr. Düring als Leiterin des Schulverwaltungsamtes oder Schulamtes heißt es jetzt, so nicht kenne. Und ich habe einfach den Eindruck, hier wird, sage ich mal, nicht mit offenen Karten, hier wird nicht ehrlich gespielt, sondern hier wird etwas abgewehrt werden, was der Kita-Eigenbetrieb aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, die auch für mich nicht transparent geworden sind, sozusagen abwehren will. Ich bin ja auch so durchaus, sage ich mal, emotional eher, sage ich mal, auf dem Trip, gestehe ich ganz offen, den der Herr Plötner jetzt gerade dargestellt hat. Und ich wollte diesem Antrag der SPD eigentlich nicht zustimmen. Und ich habe mich dazu umentschlossen, ganz bewusst, weil ich glaube, wir müssen hier als Stadtrat dem Kita-Eigenbetrieb mal sagen, so geht es nicht. Und bitte nehmt das ernst, was hier vorgetragen wird und nehmt auch die Interessen und die Sorgen der Beschäftigten ernst. Weil, dass es da ein Problem gibt, das wurde für mich jedenfalls deutlich durch die Stellungnahmen, die dort auch dann eingeholt worden sind. Deswegen empfehle ich meiner Fraktion, dem SPD-Antrag zuzustimmen. Und ich möchte mich dem Dank von Herrn Kiesling an Frau Frohwieser ausdrücklich anschließen. Es war also wirklich eine unglaubliche Hartnäckigkeit, mit der sie dort immer wieder dieses Thema vorangetragen hat. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lichti. Bevor die einreichende Fraktion mit Frau Frohwieser die Gelegenheit zum Schlusswort hat, würde aus Sicht der Verwaltung Herr Kollege Donhauser noch mal vortragen. Genau, vielen Dank. Vielleicht mal 2, 3 Gedanken zur Debatte von mir. Dass es so kam, ist zu verdanken Herrn Bogdan, der da hinten sitzt, mit dem ich manchmal Straßenbahn fahre. Nicht Schlitten fahre, sondern Straßenbahn. Und wo wir im Herbst 2020 gemeinsam festgestellt haben, und dazu stehe ich weiterhin, dass diese Verträge nicht mehr zeitgemäß sind.
Das war der Aufschlag, um das nochmal ganz deutlich hier zu sagen. So, zum Zweiten möchte ich sagen, der Kita-Eigenbetrieb, und das gehört sich einfach von mir, ist ein Erfolgsmodell. Ist ein Erfolgsmodell, und Thilo Kiesinger hat selber gesagt, über den wir viele, viele Jahre nicht nur sicherstellen konnten, dass wir das Angebot, das gesetzlich geforderte Angebot an Kita-Plätzen sicherstellen, anders zum Beispiel in Leipzig, wo es Klagen gab, will ich auch nochmal ganz deutlich sagen, nicht nur sicherzustellen, sondern dass wir, glaube ich, beispielhaft in Deutschland neben allen Problemen, die wir jetzt haben, um diese Qualität zu halten, beispielhaft in Deutschland dargestellt haben, dass Kita nicht nur Betreuung ist, sondern Kita auch Bildung ist. Und als Drittes ist das nur gegangen, weil wir Frau Biebers an der Spitze hatten. Die kommt mir ein Stück weit hier arg unter die Räder. Und es kann sein, jeder ist, wie er ist. Und es kann sein, dass sie vielleicht manchmal nicht den Ton getroffen hat, wie sich das Stadträtinnen und Stadträte erwarten. Das ist völlig in Ordnung, diese Feststellung. Aber nur deshalb, das würde ich auch dann mal in Frage stellen, nur deshalb dann den Antrag zuzustimmen, weil man eine Position oder eine Äußerung von einem Mitarbeiter oder von einer Mitarbeiterin in der Verwaltung nie passt, das finde ich auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Das ist auch Kindergarten dann. Doch, jetzt bin ich dran. Doch. So, und das hat nichts damit zu tun, und da haben wir viel gearbeitet und werden auch weiterarbeiten, dass wir das System, und das sehe ich ganz genauso, du kannst keinen Lehrer oder keiner Lehrerin heute einen Flexvertrag anbieten. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Du kannst es auch nicht einer Verwaltungsmitarbeiterin oder Mitarbeiter. Es geht nicht. Dass das geändert werden muss, steht für mich außer Frage. Aber was ich nicht zulasse, dass man wirklich eine verdienstvolle Mitarbeiterin oder Leiterin des Eigenbetriebs hier so hinstellt, dass sie in den letzten 20, 25 Jahren nie dazu beigetragen hat, dass diese Kita-Geschichte wirklich zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Und Sie können versichert sein, wenn der Antrag heute eine Mehrheit kriegt, dass wir uns dahinter klemmen, wie man das gestalten kann. Sie können versichert sein, und da muss man wirklich rechnen, Sie können versichert sein, dass wir diesen Beschluss heute auch auf die freien Träger übertragen. Es geht heute nicht nur um den Kita. Eigenbetrieb. Wir haben einen guten Grundsatz in Dresden, das, was wir dem Eigenbetrieb an möglichen Vorteilen gewähren, werden wir auch den freien Trägern gewähren. Sie können sicher sein, dass wir das auch tun werden. Und ich bin gespannt, eigentlich nie gespannt, sondern schon ein Stück weit auch in Alarmstimmung, wenn wir dann für 25, 26, das ist ja vernünftig, was im Antrag steht, dass man das für 25, 26 dann einordnen, wie die Haushaltsverhandlungen hier verwaltungsintern in Dresden verlaufen werden. Das muss jeder wissen. Und die Zahl will ich auch jetzt nie absolut sagen, diese 4 Millionen plus nochmal 4 Millionen für die freien Träger. Es kann natürlich sein, dass es auch weniger wird. Aber dass es mehr werden wird, das müssen auch alle wissen. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. So, und da komme ich als letzten Satz zu dem Thema. Ist vielleicht ein bisschen um die Ecke gedacht und vielleicht nicht ganz sachgerecht. Die Schwimmhalle Klotsche wollen auch alle haben. Das will ich ja mal ganz deutlich sagen. Die wollen auch alle haben. Und natürlich wollen alle das Leo mit 62 Millionen haben. Und jetzt muss jeder überlegen, nicht, dass heute der Antrag abgelehnt werden soll, das will ich gar nicht dafür werben, aber muss jeder überlegen, in der Konsequenz, was wir dann in den Haushaltsberatungen 25, 26 vor uns haben werden. Das muss jeder wissen. Danke. Vielen Dank, Herr Donhauser. Und jetzt Frau Wieser für die einreichende Fraktion. Sehr geehrter Herr Donhauser, jetzt muss ich aber tief Luft holen und ich hoffe, Sie wiederholen den Satz mit der Schwimmhalle Klotsche nicht vor Erzieherinnen und Erziehern.
in dieser Stadt. Das wird nämlich deren Leistungen absolut nicht gerecht. Jetzt will ich aber doch noch mal ein paar Punkte sagen. Also erstens, Herr Donaus hat gerade gesagt, Sie können versichert sein, dass wir das dann machen, wenn das heute so beschlossen werden sollte. Das ist doch der Grund, was auch übrigens die Kollegen Lichti und Kiesling angesprochen haben. Dieser Stadtrat hat 2020 mit einer sehr breiten Mehrheit beschlossen, dass die Stadtverwaltung uns dieses andere Modell, ein wie auch immer sie es gestalten will, anderes Modell und die entsprechenden Kosten bis 2021 vorlegen soll. Das war das, was die beiden Kollegen gerade eben angesprochen haben. Für den Dank möchte ich mich bedanken, aber in der Tat sind es insbesondere die Personalvertretungen, sowohl des Personalrates als auch der Gewerkschaften, die hier hinten mit ihren Vertretern sitzen und vor allen Dingen die Erzieherinnen und Erzieher, die immer wieder zu uns gekommen sind und darauf hingewiesen haben, weil es die Stadtverwaltung eben nicht umgesetzt hat, was der Stadtrat beschlossen hat. Und deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich dann nochmal wieder mit einem Antrag komme und sage, dann muss es jetzt eben gemacht werden, wenn Sie es nicht vorlegen, wie es der Stadtrat beauftragt. Es wurde in diesen Debatten, und der Kollege von der FDP hat es gerade nochmal angesprochen, mehrfach behauptet, das Landesjugendamt würde zum Beispiel solche Modelle wie Jahresarbeitszeitkonten, das ist ja gar nicht festgeschrieben, welche wir nehmen, nicht genehmigen. Dazu sagt das Kultusministerium, was zuständig ist, entsprechende Vorgaben, Erlasse oder Hinweise gibt es weder vom SMWK noch vom Landesjugendamt. Der Einsatz eines Arbeitszeitkontos ist nicht erlaubnisrelevant und wird im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens daher auch nicht vom Landesjugendamt geprüft. Dieses Argument ist also auch schon mal vom Tisch. Dann wurde immer wieder behauptet, andere Städte, vor allen Dingen auch Leipzig und Chemnitz, würden sich, die ohne dieses Vertragsmodell auskommen, würden sich das ja auch was kosten lassen. Herr Kiesling hat darauf hingewiesen, unsere ständigen Fragen, was die sich das denn nun kosten lassen, sind nicht konkret beantwortet worden. Was macht die Stadträtin, die keine Antwort von der Stadtverwaltung bekommt? Sie fragt ihre Landtagsfraktion, die wiederum auf Landesebene das abfragt und bekommt dann eben zur Antwort, Überraschung, nirgendwo, in keinem Landkreis, in keiner kreisfreien Stadt, sind die Personalkosten pro Kind so hoch wie in Dresden. Die Zahlen können Sie übrigens mittlerweile tatsächlich auch im Internet selber recherchieren. Dann wird behauptet, dass wenn man die Arbeitsverträge jetzt umstellen würde, wäre das ein riesiger Verwaltungsaufwand, der die Verwaltung überlasten würde und was sehr viel kosten würde. Diese Verwaltung stellt mehrfach im Jahr für fast alle Erzieherinnen und Erzieher die Gehaltszahlungen um. Und Herr Dietze, sehen Sie es mir nach, dieser Vergleich mit den Lehrerinnen und Lehrern war extremst zynisch, weil Sie haben einen festen Vertrag. Ja, Sie arbeiten in der Schulzeit, also außerhalb der Ferienzeit deutlich mehr. Dann sagt man den Lehrern ja nach und in der Ferienzeit gar nichts mehr. Sie bekommen aber jeden Monat das gleiche Gehalt. Und genau darum geht es hier beim Thema Flexverträge der Erzieherinnen, die im Übrigen weder verbeamtet sind noch in der E13 bezahlt werden, also auch noch deutlich weniger bezahlt werden als Lehrerinnen und Lehrer. Und Herr Kiesling hatte das aufgegriffen. Nein, es geht ganz ausdrücklich hier nicht darum, das wollen die meisten Erzieherinnen und Erzieher auch nicht, und es steht auch nicht in diesem Antrag, dass alle auf Vollzeit Verträge bekommen sollen, sondern eben tatsächlich, und das hat ja auch diese Befragung gezeigt, die gewünschten Stundenumfänge, und die sind bei den allermeisten tatsächlich nicht Vollzeit. Und deswegen entstehen jetzt erstmal auch nicht diese, erst sollten es 10 Millionen Mehrkosten sein, jetzt waren es nur noch 4 Millionen Mehrkosten. Der Dietze hat gesagt, es würden ja sowieso nur 10 Neueinstellungen dieses Jahr geplant sein. Wie die dann 4 Millionen Mehrkosten verursachen sollen, ist mir nicht so ganz klar. Aber es waren zuletzt 50 Stellen ausgeschrieben. Also wir haben, glaube ich, tatsächlich auch in Dresden ein Fachkräfteproblem. Der Eigenbetrieb, dass der ein Erfolgsmodell ist, das stand hier gerade überhaupt nicht zur Debatte. Dazu hat sich meines Erachtens überhaupt niemand geäußert, was aber tatsächlich, Herr Donhauser, nicht stimmt. Natürlich hat es auch in Dresden, nicht mehr in den letzten Jahren, weil sich die Betreuungssituation deutlich verbessert hat, massivst Klagen um Kita-Plätze gegeben, und viele Leute haben in den vergangenen Jahren keine Kita-Plätze auch in Dresden nicht bekommen, so wie sie sie wollten. Und dieser Antrag, so wie er jetzt hier zur Beschlussfassung steht, zwingt eben die Verwaltung ganz bewusst auch nicht dazu, jetzt sofort alle Verträge umzustellen, sondern eben ganz bewusst bis 2025 das zu tun. Bis Sommer 2023 soll das entsprechende Modell, die Kosten etc. vorgelegt werden. Dann steht es uns frei als Stadtrat mit der Wirtschaftsplanung darüber zu entscheiden. Wenn jetzt von der Verwaltung gesagt wird, ja, wenn, dann müssen wir das jetzt schon gleich für alle machen, ist es mehr als zynisch, weil wir haben seit vielen, vielen, vielen Jahren unterschiedliche Vertragsmodelle. Wir haben ungefähr ein Drittel der Beschäftigten, die Festverträge haben, und zwei Drittel, die keine Festverträge haben. Also diese Ungerechtigkeit haben wir tatsächlich jetzt schon.
Und dann noch der letzte Punkt, der häufiger angesprochen worden ist, das Thema Kinderzahlen. Frau Schanetzki hatte dazu was gesagt. Auch das finde ich erstaunlich, wenn jetzt immer auf die rückläufigen Kinderzahlen hingewiesen wird. Das scheint im grundschulischen Bereich anders zu sein. Bei der letzten Runde, wo wir mit dem LASOP auch zusammengesessen haben, an der 117. Grundschule, wurde darauf hingewiesen, wie viele Kinder, geflüchtete Kinder auf Wartelisten stehen und keinen Platz in unseren Schulen finden, warum das in den Kitas anders sein soll, erschließt sich mir nicht. Was ich mir aber wünsche, wenn wir heute hoffentlich hier breit zustimmen und die Verwaltung es dann tatsächlich auch umsetzt, ist, dass in Zukunft tatsächlich nicht mehr nur 35% der Beschäftigten, 35% der Beschäftigten des Eigenbetriebs Kitas sagen, sie sind zufrieden mit ihrem Arbeitgeber. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Vohwieser. Beantragt war sowohl für Herrn Dietzer als auch für Herrn Breuer punktweise Abstimmung des federführenden Ausschussvotums. Gehe ich recht in der Annahme, dass wir Punkt 1 separat und dann 2 und 5 oder wollen wir 1 bis 5 jeweils einzeln? 1 bis 5 einzeln. Dann machen wir das jetzt einfach so. Ich denke, 1 und 2 bis 5 hätte auch genügt, aber okay. Also, federführendes Ausschussvotum ist Ausschuss für Finanzen. Beschlusspunkt 1, bitte um Ihr Votum. Das hat mit 37 zu 28 eine Mehrheit gefunden. Dann hätten wir den Punkt 2 des Ausschussvotums. Wer stimmt hierzu? Bitte um Abstimmung. Auch das hat offenkundig eine Mehrheit gefunden. Wir kämen zum Beschlusspunkt Nummer 3. Bitte auch hier um Abstimmung. Ebenso eine Mehrheit gefunden. Wir kämen zum Beschlusspunkt 4. Ja. Dies hat offenkundig eine Mehrheit gefunden und wir kämen zum Beschlusspunkt Nummer 5 des Ausschussvotums. Ebenso, damit hat das federführende Ausschussvotum zu einer Mehrheit geführt, damit ist der Antrag so bestätigt. Wir kämen jetzt zum Tagesordnungspunkt Nummer 30, Geschäftsordnungsantrag.